Heilpunkte werden aber nein, sind nur Speicherpunkte. Spamme die A-Taste. Ist halt oftmals so schade, finde ich, wenn man sowas erst eigentlich im Nachhinein erlebt, aber auch nur durch Zufall, weil hätte ich mich nicht explizit für SNES-RPGs interessiert, wäre ich niemals auf dieses Spiel gekommen. Denn ich meine, irgendwie ist es ein bisschen verloren gegangen in der heutigen Zeit. Es gibt kein Remake dazu, außer für den Game Boy Advance. Und naja, das war auch nicht gerade die Zeit, in der ich aufgewachsen bin. Ich finde es immer ziemlich schade, wenn sowas ein bisschen verloren geht. Oh, und das ist genau das, was ich vorher meinte, das ist ein Hinterhalt. Aber Secret of Mana ist auch ein sehr schönes SNES-RPG. Ich mag die ganzen SNES-RPGs irgendwie teilweise tatsächlich auch mehr als die neueren. Aber das bezieht sich nur teilweise drauf. Wie zum Beispiel, ich bin total begeistert von Nier Automata. Wobei, das ist ja aber auch immer. Oh, Level Up. Ist ja immer auf die Personen bezogen. Ich meine, es gibt Leute, die mögen eher Jump'n'Runs. Oder Leute wie mich, die mögen eher RPGs. Dann gehen wir mal weiter. Ich weiß auch nicht wirklich, warum die Charaktere hier in diesen riesigen Robotern durch die Gegend laufen. Und hier haben wir neue Gegner, Verdunster. Die wahrscheinlich Wasserelementar sind nach dem Namen nach. Oh, okay. Stimmt. Ich hoffe, also ich habe jetzt mal am Nintendo-Gewinnspiel teilgenommen für. Ich mache jetzt auch mal vielleicht ein bisschen Werbung dafür. Also, Nintendo macht ja immer ihren Adventskalender zu dieser Zeit im Dezember. Und hinter jeder Tür ist ja irgendwas Besonderes. Und hinter Tür 1 war zum Beispiel die SNES Mini. Ich weiß zwar nicht, ob ich gewinne, ich hoffe es aber. Weil ich hätte auch liebend gerne SNES Mini. Der gefrorene Esper. Es ist Tritor. Hey, was ist mit dir los? Weißt du etwas, was wir nicht? Bling. Bling. Mädchen, sagt Punkt, Punkt, Punkt. Ein unheimliches Licht erstrahlt von dem Esper. Bling. Und die anderen beiden drehen sich im Kreis. Woher kommt denn dieses Licht? Die Musik ist auch so schön. Waaah! Tschüss. Hey, Wedge, wo bist du? Was passiert mit mir? Tschüss, Bix. Punkt, Punkt, Punkt. Wir sind ja unter Gehirnkontrolle, wie uns ja schon gesagt wurde. Aber scheinbar jetzt irgendwie nicht mehr dank dieses Espers im Eis, der da uns bling, bling, bling macht. Es blitzt. Und schon sind wir in einem Bett. Sollen wir aufstehen? Ah. Und auf einmal sind wir scheinbar von der Gedankenkontrolle befreit. Und man kann es wirklich nicht abstreiten. Es tut mir leid, aber das Outfit sieht schon so aus, schon ein bisschen aus wie aus Dragon Ball von einem Super Saiyajin. Es sieht total seltsam aus mit diesen komischen Schulterpolstern. Und ich liebe die Musik hier. Hi, wo bin ich? Und sie kann sprechen. Oh, dabei habe ich bloß die Krone entfernt. Mein Kopf. Das war scheinbar die Krone. Oh ja, dies ist eine Sklavenkrone. Die Kerle konnten mich damit steuern wie eine Marionette. Ich erinnere mich nicht. Keine Sorge, das wird schon wieder. Lass dir nur Zeit. Zeit. Eine geheimnisvolle junge Frau vom Imperium, geboren mit der Gabe der Magie. Und genau das ist das, was ich an den alten Spielen so liebe. Man kann die Charaktere alle selbst benennen. Und aus diesem Grund würde ich sagen, wenn jemand aus dem Chat, wie dieser Charakter heißen will, kann er das jetzt gerne sagen.
Ich lasse dem Chat die freie Wahl, wie dieser Charakter heißen soll. In meinem ersten Spieldurchlauf hieß sie Anna. Einfach aus dem Grund, weil der Name mir spontan in den Sinn gekommen ist und ich den Namen schön finde. Ihr normaler Name ist hier oben schon eingegeben, der wäre Terra, aber ich bin nicht so der Fan von originalen Namen, deswegen kann der Chat sich jetzt ruhig mal einen Namen aussuchen. Sonst nenne ich sie einfach LP-Liebhaberin. Einfach weil ich sie gerade im Chat down lese. Auch wenn es wahrscheinlich nicht ausreichen wird vom Platz her. Hui. Und keine Angst für diejenigen, die jetzt nicht den Namen bekommen. Es gibt ein paar Charaktere, die man benennen kann. Das heißt, die Party wird tatsächlich ziemlich groß werden. Ich bin bei sowas tatsächlich immer ziemlich kreativ, wenn ich Namen eingeben soll. Einfach aus dem Grund, weil... Ich weiß nicht. Zwar hat man so viel Auswahl, aber es ist auch irgendwie so... spannend. Ich finde es übrigens interessant, dass man in einen Namen ein Ausrufezeichen, Fragezeichen oder dieses komische Ungefährzeichen reintun kann. Ich heiße Terra Ausrufezeichen. Einfach weil es mir jetzt spontan eingefallen ist. Du bist jetzt Luna. Und ich weiß nicht, wie ich bestätige. Nein, du bist nicht Lun, du bist Luna. Ah, mit Start. Ich heiße Luna. Erstaunlich, bisher hat sich noch nie jemand so schnell erholt. Also heißt unser Hauptcharakter jetzt Luna. Wuff, wuff, wuff. Aufmachen, gebt das Mädchen und die Magitek-Rüstung heraus. Sofort. Sofort die Tür aufnehmen. Öffnen? Was? Öffnen? Das Mädchen ist eine Kriegerin des Imperiums. Imperium? Magitek-Rüstung? Pass auf, du musst sofort gehen. Keine Zeit für Erklärungen. Komm hier herüber. Komm herüber? Was? Komm hier rüber. Hier ist eine Tür. Versuche durch die Minen zu fliehen, während ich diese Brut beschäftige. Dankeschön, Mann, den ich nicht kenne und der mich einfach aufgenommen hat. Tschüss, ich laufe in der Wand. Tschüss, da oben ist sie. Oh. Hilfe. Übrigens, ich habe für einen Moment gedacht, ich würde hier in der Wand laufen, aber dann habe ich jetzt die Brücke hier gesehen. Dann laufen wir mal schnell durch die Minen. Tschüss. Luna haut jetzt ab, der Name steht jetzt übrigens hier dran. Also... wie schon gesagt, das Angebot steht offen. Wenn jemand unbedingt nach einem Charakter benannt werden will, dann schreibt das einfach in den Chat. Sonst entscheide ich einfach den Namen, so wie jetzt. Und das ist ziemlich ungünstig, dass ich jetzt mit der Luna alleine einen Seitenangriff gegen zwei Ratten habe. Was hast du denn als Waffe? Also irgendwas hat sie scheinbar als Waffe, aber ich habe nicht gesehen, was. Wir können ja gleich in ihre Ausrüstung schauen. Aber auf jeden Fall hat sie ja die Magie, wie wir wissen, nämlich Feuer. Und wenn ich gerade richtig gesehen habe, steht da nicht Kampf, sondern Kampfwaffe. Yay! Und das ist einer der Gründe, warum ich gesagt habe, dass es am Anfang sich eigentlich nicht lohnt zu leveln, weil du levelst drei Charaktere und im Prinzip hast du jetzt eigentlich nur noch Luna von den dreien. So. Safe. Das ist aber auch typisch Final Fantasy irgendwie, dass du irgendwelche Charaktere hast, die du eigentlich am Ende dann nicht mehr hast. So. Nein, Ausrüstung. Sie trägt einen Mithril-Säbel, ein Riemenschild, einen Lederhut und eine Lederrüstung. Also sie hat ein Schwert. Dann... oh, da oben ist die Truhe. Looten! Phönixfeder halten. Ja, das wäre das Item gewesen, das ich vorher gebraucht habe. Was mir momentan aber tatsächlich nichts bringt, weil Phönixfeder belebt einen Gefallenen wieder. Und solange wir alleine sind, bringt das absolut nichts. Ich finde es übrigens schön, dass ich vorher Schaden von 100 gemacht habe und das hat die Gegner one-gehittet. Und jetzt mache ich Schaden von 37 und die Gegner sterben trotzdem mit einem Hit. Und tschüss. Und noch eine Truhe. Es ist ein Schlafsack, der ja vorher erwähnt wurde. Den kann man an Heilpunkten verwenden oder auf der
auf der Overworld, um sich zu heilen. Schlafsäcke heilen, glaube ich, 50% und Zelte heilen 100%. Ich bin gestern gegen 10, glaube ich, gegangen. Oder was, 10 oder 8? Entweder 10 oder 8 bin ich gegangen, weil mein Bruder auf einmal mit mir noch was tun musste. Eigentlich wollte ich nicht so schnell gehen, aber dann kam halt mein Bruder. Und mein Bruder ist halt meistens nur übers Wochenende da, weil er beim Studieren ist. Autsch. Das hat wehgetan. Sollte mich vielleicht heilen. Ein kleiner Trank erhalten. Solange wir MP haben, würde ich sagen, füllen wir uns einfach mit Quelle auf. Rechts oder links? Oh. Da ist wahrscheinlich ein Gang. Das sieht man auch gar nicht, dass da ein Gang höchstwahrscheinlich ist, aber da durch den können wir scheinbar noch nicht durch. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal Bomben. So wie Link. Na also. Hi. Hi. Hilfe! Oh. Hoppla. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich das gar nicht mehr in Erinnerung. Jetzt haben wir ihr Bein gebrochen. Und jetzt liegt sie da. Meine süße kleine Zauberin. Dieser Sklavenkunde werde ich dich besitzen. Das klingt irgendwie total zweideutig. Bist du es, Franz Kafka? Scheinbar kriegen wir gerade eine Rückblende von der guten Luna. Ja gut, in Wahrheit heißt sie Terra, aber weil ich Fire Emblem? Was? Kingdom Hearts? Es ist Franz Kafka. Hihi, sehr gut. Weil ich Kingdom Hearts gespielt habe, kann ich ihr nicht den Namen Terra geben, da Terra für mich irgendwie der männliche Name ist. Alles niederbrennen, wuhu, niederbrenne unsere eigenen Soldaten. Hallo, komischer Kaiser, der ein bisschen eine komische Pose macht. Wir sterben? Fast. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Bald nennen wir uns Zeitzeuge einer völligen Wiederkehr der Magie. Es ist unser alleiniges Schicksal, diese mystische Kraft regelmäßig in Besitz zu nehmen. Hört bitte auf damit, mit dieser Pose. Mit unserer neuen Macht steht uns nichts mehr im Wege. Hurra! Lang lebe Imperator Gestal! Es lebe der Imperator! Es sieht übrigens total seltsam aus, wenn die diese Pose machen. Und unsere gute Luna liegt hier. Und schon lernen wir unseren zweiten Protagonisten kennen. Hi. Das hat aber lang gedauert. Wie läuft dein Geschäft der Plünderei? Huh? Schatz, ihr könnt ja die Weltgeschichte auf vergessenen Pfaden nach Wertvollem durchstöbert. In Wahrheit heißt er Locke. Ich mag den Namen Locke nicht. Du bekommst einen epischen Namen. Du bekommst nämlich den Namen Link. Ja. Ich habe den Typen auch in meinem anderen Spielstand nach mir selbst benannt, deswegen heißt er jetzt hier Link. Einfach weil es mein Lieblingscharakter im ganzen Spiel ist. Hi Link. Und im Prinzip passt es ja auch. Weil Link ist auch total der Schatzjäger, also Link der Schatzjäger. Ich sage lieber Schatzjägerei. Ach was, eine eher Haarspalterei. Ein Riesenunterschied. Zwar wirklich halt die Sonic-Pose. Egal, hast du mich etwa rufen lassen? Ja, das war ich. Du sollst ein Mädchen treffen. Hm? Hoffentlich hat es nichts mit dieser imperialen Magitech-Hexe zu tun.
Soldaten vom Imperium folgen sie.